Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50. Jo, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ein bisschen verspätet, wir bitten das zu entschuldigen. Ich habe gerade auch ganz gebannt auf den Nachspann des vorhergehenden Films gelesen und geguckt und hätte den gern nochmal gesehen. Das war schon sehr spannend. So, schön, dass ihr da seid. Wir gehen gleich in die Vollen. Freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, über was auch immer, dann meldet euch. Gemeldet hat sich Daniela und Daniela ist 23 Jahre alt. Hallo Daniela. Ja, hallo. Ja, hallo. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar, das geht darum, dass ich bin schon seit knapp 4 Jahren verheiratet. Mhm. Und ja, mir passiert es ab und zu, dass ich meinen Mann mal betrüge. Oh, ja. Was heißt ab und zu? Ja, also es ist, es kommt immer drauf an. Also es ist nichts, dass ich jetzt sagen könnte, einmal am Tag, einmal die Woche oder einmal im Monat. Es kommt und geht, wie es gerade mal will. Ja gut, ich will mal eine Zahl hören. Sagen wir mal, in den 4 Jahren des Verheiratetseins, wie oft ist es vorgekommen? Oh, wie oft könnte ich nicht sagen. Also es waren ungefähr mit 5 verschiedenen, also wechselnden Partnern. Ach so, mit denen dann schon immer wieder öfter? Ja, also 2 waren dabei, wo es bei einmal geblieben ist und die restlichen waren dann schon öfters. Also ist eine ganze Menge zusammengekommen? Mhm. Ja. War das von Anfang an so oder hat sich das so im Laufe der Ehe, je länger ihr verheiratet wart, gesteigert? Es hat sich eigentlich eher gesteigert. Also beim ersten Mal war es nur ein Ausrutscher und da war natürlich auch die Angst dann dabei. Und sage ich ihm das, sage ich ihm das nicht. Hast du es ihm irgendwann gesagt? Nee. Nee, bis heute nicht? Nee. Er hat gestern einen Brief gefunden und wo drin stand, dass eventuell meine Tochter oder unsere Tochter nicht von ihm kommt. Aber mittlerweile bin ich mir schon sicher, dass sie von ihm kommt. Moment. Wer hat diesen Brief geschrieben? Ich habe diesen Brief geschrieben an den One-Night-Stand, der damals zu der Zeit passiert ist, an dem meine Tochter gezeugt wurde. Ja. Und du hast diesen Brief an diesen One-Night-Stand-Mann geschrieben? Genau, richtig. Und wieso liegt der bei euch rum? Ja, ich hatte ihn in meiner Handtasche. Das war ein bisschen blöde von mir eigentlich, aber ich war mir mal sicher, er hasst Handtaschen und dass er da niemals beigehen würde. Ja. Ist dieser Brief denn je abgeschickt worden? Nee, ich habe ihn nie abgeschickt. Wie alt ist das Kind denn? 3. 3? Wie, und dann läufst du jetzt noch immer mit so einem Brief rum? Oder ist das schon eine Weile her? Ja, also das ist schon die 3 Jahre halt her. Ja, ach so. Also das kurz nach ihrer Geburt habe ich diesen Brief geschrieben. Ja. Und sie sah dem One-Night-Stand eigentlich auch recht ähnlich am Anfang. Das heißt, dein Mann ist sich gar nicht sicher, ob, ist das das einzige Kind, was ihr habt? Ja. Ja. Ist sich gar nicht so ganz sicher, ob dieses Kind von ihm ist. Aufgrund dessen, was er gelesen hat. Ja, genau, richtig. Also er hat es immer vermutet, also er hat mir immer wieder gesagt, also ich denke, da ist irgendwas und ich habe es aber immer abgestritten, weil ich das nachher, habe ich das auch mit meinen Gefühlen ganz gut hinbekommen, so dass ich ihn anlügen konnte. Aber du bist auch nicht, selbst auch nicht ganz sicher, ob er der Vater ist? Doch mittlerweile ja, weil jetzt, man kann sie gar nicht mehr abstreiten. Also die sehen sich so aus dem Gesicht geschnitten ähnlich. Ja. Also so weit zu gehen, um einen Vaterschaftstest zu machen, so weit warst du nicht oder wart ihr nicht? Nee. Also aber ich habe gesagt, ich warte mal eigentlich. Ich meine, aus Dreistigkeit habe ich gesagt, ja, ich warte mal, was groß wird. So, jetzt hat er das einmal mitbekommen. Das ist ja schon ein Hammer. Ja, aber ich habe trotzdem abgestritten. Ach, du hast abgestritten, dass da überhaupt was war mit jemandem? Ja. Obwohl ja, du den Brief geschrieben hast an den One-Night-Stand, er könnte der Vater sein. Ja. Weil ich habe zu meinem Mann gesagt, ich habe diesen Brief aus Protest geschrieben, weil er mir damals immer vorgeworfen hat, dass das Kind nicht von ihm sei. Und weil mir das dann so. Da hat er also damals schon, hatte er schon da irgendwie war er skeptisch. Ja. Also. Und du hast ihn penetrant belogen und hast gesagt, das ist ein Fake, dieser Brief. Ja, richtig. Um gegen ihn irgendwie was zu machen. Ja. Und hat er bis heute mal irgendwie nachgefragt, ob irgendwas noch mal gelaufen ist mit irgendeinem Typ? Oder ist es Tabuthema bei euch? Ja, nee, also er fragt ständig nach und er misstraut mir auch. Mhm. Also er fährt mir oft hinterher und also er spioniert mir schon ziemlich oft nach. Wie kommt es, dass er damals schon vor Jahren das Misstrauen hatte?
Ich weiß es eigentlich gar nicht. Also ich fand, also irgendwie muss er das wohl im Gefühl gehabt haben oder so. Mhm. Weil ich habe ihn eigentlich, also ich muss dummerweise sagen, ich habe es wirklich so geschickt gemacht, dass er hätte nicht mal eine Ahnung haben dürfen eigentlich. Aber du, also du bist eine perfekte Betrügerin. Rein theoretisch schon, ja. Rein praktisch auch. Ja. Muss man so sagen, ne? Ja. Läuft im Moment aktuell auch was? Nee, also es war jetzt vor kurzem was, also vor circa 3 Wochen. Achso, also ganz frisch. Ja. Warum machst du das? Ja, das weiß ich eigentlich selber nicht. Ne? Das ist ja die zentrale Frage. Warum macht man das? Warum machst du das? Bist du... Ja, also ich nehme an, mir muss ja irgendwas fehlen an ihm, weil ansonsten würde ich ja gar nicht mal auf die Idee kommen. Und ich meine, ich suche ja auch irgendwie was bei den Männern, weil meistens ist es hinterher so eine Schwärmerei bei mir. Also was suchst du? Was fehlt dir? Ob es die Nähe ist, ob es die Liebe ist, weil mein Mann, der arbeitet sehr viel und wenn er nicht arbeitet, dann schläft er. Und fühlst du dich nicht genug geliebt von deinem Mann? Also so würde ich sagen, ja, aber im Innersten muss es ja doch anders in mir drin aussehen. Mhm. Du vermisst ihn oft. Ja. Liebst du deinen Mann denn? Ja. Ja. Also wir waren mal 1,5 Jahre getrennt. Und während der Ehezeit oder vorher? Nee, während der während Ehezeit. Während der Ehe. Mhm. Ja. Mhm. Und dann hat er sich in eine andere verliebt. Und dann habe ich gemerkt, was ich halt verloren habe. Und da habe ich gemerkt, wie sehr ich ihn liebe. Und ich habe alles dafür getan, um ihn wiederzubekommen. Und dennoch gehst du ihm dann danach fremd? Ja, und das ist das, was ich halt überhaupt gar nicht verstehe. Wahnsinn. Und riskierst damit, wenn es denn vielleicht doch mal richtig rauskäme, dass alles kaputt geht? Ja, richtig. Wenn der das erfahren würde, was dann wirklich... Also er wird auf jeden Fall komplett Schluss machen. Ja. Weil das ist ja, das hat ja schon ein Ausmaß erreicht bei dir. Es ist ja nicht nur mal ein, zweimal passiert. Es ist ja richtig ein richtiges, dickes Ding, ne? Was da über dir hängt. Ja, und das Problem ist auch, dass ich gar nicht richtig weiß, was ich machen soll, weil ich habe auch öfters ein schlechtes Gewissen natürlich, trotz alledem. Aber sag mal, Daniela, ist es auch eine sexuelle Sehnsucht, die dich dahin treibt zu anderen Männern? Ja, auch. Das heißt, aber es ist, glaube ich, mehr so diese Nähe, dieses einfach nur da liegen, dieses Kuscheln und das brauche ich, glaube ich, noch viel mehr als Sex. Ist denn dein Mann in der Woche über unterwegs, irgendwie arbeitsmäßig unterwegs? Ja. Das heißt, ihr seht euch nur am Wochenende? Nee, also in der Woche auch, aber halt tagsüber, meistens schläft er da. Aha. Also er ist Nachtschicht. Achso. Ja. Also ihr habt wenig gemeinsame Berührungspunkte quasi. Genau, richtig. Hast du dieses denn schon mal thematisiert und hast gesagt, ich bin damit unzufrieden, lass uns irgendeine andere Lösung suchen? Ja, also das Problem ist nur, dass er kann jetzt, die Arbeit, die ist halt sehr gut bezahlt und wir sind auf das Geld zurzeit angewiesen. Und er hat auch gesagt, also das ist die einzige Arbeit, die er liebt und die ihm Freude macht. Und daher wollte ich ihm das natürlich dann auch nicht verbauen und habe gedacht, er soll lieber das machen, Hauptsache er ist glücklich. Nee, ich finde, ihr sollt glücklich sein, ihr müsst beide glücklich sein. Und das ist ja nun kein Leben, was ihr da führt und vor allem, was du da führst. Ja, das stimmt. Weil wenn du sagst, ich liebe den wirklich sehr und ich habe damals gemerkt, als wir uns getrennt haben, was mir fehlt, musst du ja, wenn man tief in dich hineinschaut, ein irrsinnig schlechtes Gewissen haben, was du da anrichtest. Ja, das habe ich auch. Und nur jedes Mal wieder versuche ich immer wieder gegen anzukämpfen, aber ich gehe trotz alledem immer wieder wohl drauf ein. Also jetzt muss etwas geschehen. Ja. Ne? Jetzt gibt es wieder einige Modelle. Ein Modell ist, dass du radikal sagst, ich breche es ab, konzentriere mich auf meinen Mann. Zweites Modell ist, ich breche es ab, konzentriere mich auf meinen Mann und versuche mit meinem Mann zusammen, vielleicht mit einem Berater, mit einem Eheberater, unsere Probleme zu lösen. Aber das heißt schon, dann müsste ich Ihnen alles beichten. Nur Moment. Und das dritte Modell ist, dass du beichtest. Ich meine, es geht natürlich auch, es ist nicht die richtige Lösung, glaube ich. Aber es ginge natürlich auch, dass du den Mantel schweigend über deine Vergangenheit legst, dir selbst aber letztendlich schwörst, dass das nie wieder vorkommt und dass du dich ordentlich deinem Mann gegenüber verhältst, um auch nicht die Liebe und die Familie zu gefährden. Ich meine, das stimmt. Aber das geht, glaube ich, nur, wenn ihr an eurem Leben und etwas Grundsätzliches verändert. Das kann ich jetzt in ein paar Minuten ja gar nicht beurteilen mit dem Beruf und wie das da so aussieht. Aber dass ihm das auch wirklich klar wird, was dir da fehlt,
dein Verhalten ist so nicht in Ordnung, Daniela. Ach, was sag ich nicht in Ordnung? Ich find's katastrophal. Ja, ich meine, das finde ich ja auch selbst. Ja, würdest du... Ich bin das selber ja auch gegen Strich, weil ich meine, er tut mir leid. Ja, und wenn dir das eine andere Freundin erzählen würde, würdest du die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wie kann man sowas machen? Auf jeden Fall. Ne? Ja, oder wenn er es machen würde und du wärst toll, wär auch die Hölle los. Ja, ne? Also das auf jeden Fall. So, ich finde immer, die Grundfrage bei solchen, wenn man in so etwas hineingerät, ist, was steckt dahinter, warum mache ich das? Und sowas resultiert immer aus einer Unzufriedenheit, aus irgendeiner Form von Unglücklichsein. Dieses muss man finden und das muss man lösen. Ja, nur wie finde ich das raus, was es ist? Indem du zum Beispiel mit deinem Mann gemeinsam dich in eine Beratung begibst. Mhm. Und da auch deine Unzufriedenheit äußerst. Und ihr gemeinsam beratet, wie man es lösen könnte. Ja. Wie du mit deinem schlechten Gewissen umgehst, das musst du allein entscheiden. Ob du es ihm beichtest und wahrscheinlich ist dann alles kaputt. Mhm. Ob du, ja, wenn du es ihm das nicht... denke ich auch wieder an die Kleine, ne? Dann so, sag ich auch. Wenn du es ihm nicht beichtest, ist die Frage, ob du mit dieser Gewissensbelastung lange wirst leben können in der Beziehung. Ob du es zu lange aushältst. Das kannst du ja ausprobieren. Ja. Aber auf jeden Fall muss jetzt ein dicker Strich unter die Vergangenheit gezogen werden. Ja, das denke ich auch. Aber ganz dringend. Und wenn du jetzt, ich meine, es gibt noch eine Möglichkeit, dass du dir alleine erstmal noch professionelle Hilfe suchst, wenn du, wobei ich ja glaube, das ist besser, wenn ihr das zusammen macht, weil es liegt ja in eurer Beziehung begründet, dieses Verhalten. Ja. Du findest, der Sex mit deinem Mann ist, wie würdest du den bezeichnen? Also ist auf jeden Fall alles in Ordnung so. Mhm. Halt nur recht selten, dadurch, dass wir wenig Zeit haben. Ja, also ja. Meine Schwiegermutter hat am Wochenende immer meine Tochter. Mhm. Und das ist die einzige Zeit, wo wir uns sehen könnten. Und da bin ich meistens dann auch unterwegs, weil ich halt die ganze Woche wiederum hier bin. Mhm. Wo ich mir dann auch sage, ja, jedes zweite oder jedes dritte Wochenende, dass ich der Manntag zu Hause bleibt, das reicht dann auch. Und den Rest bin ich halt mit Freunden unterwegs. Natürlich musst du auch Opfer bringen. Er wird auch Opfer bringen er verdient das Geld und es ist wichtig für ihn. Also jeder kann nicht genauso leben, wie er es optimal gerne möchte. Ne? Man muss sich da aufeinander zubewegen. Ja. So, Daniela, jetzt habe ich dir alles gesagt dazu, was mir so einfällt. Ja, super. Alles Gute. Alles klar. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt unser Thema peinliche Angewohnheiten. Und ich möchte gerne, ja, über was möchte ich gerne mit euch reden? Über eure peinlichen Angewohnheiten. Heimlichen, vielleicht heimlichen, peinlichen Angewohnheiten. Über eure Marotten, über eure Zwänge, eure Rituale. Was ihr so tut, wenn ihr zu Hause seid, wenn ihr alleine seid, vielleicht auch im Beisein von ganz nahen Leuten, aber meistens macht man solche Sachen ja, wenn man allein ist. Peinliche Angewohnheiten, das ist unser Thema morgen. Wenn ihr euch heute schon dazu anmelden wollt, dann macht das bitte unter domian@wdr.de. Hier ist Eva und Eva ist 49 Jahre alt. Hallo Eva. Hallo Jürgen. Hallo Eva, dein Thema. Ja, ich möchte mit dir über meine Ehe reden. Die ist jetzt zwar fast am Ende. Über die Ehe? Ja, ich bin jetzt 16 Jahre verheiratet, ja. Zusammen mit dem Mann allerdings seit 20 Jahren. Mhm. Und der hat mir im letzten Oktober dann eben halt gesagt, dass er mich nicht mehr liebt, weil er mich nicht mehr lieben kann. Warum kann er dich nicht mehr lieben? Weil ich Krebs habe. Weil was? Ich hatte eine ziemlich große Krebsoperation. Ich habe Oropharynxkarzinom, das ist Krebs der Schleimhäute im Hals- und Rachenbereich. Ah, deshalb, man hört es auch ein bisschen beim Sprechen, dass du nicht so ganz perfekt artikulieren kannst. Ja, ja. Das liegt daran dann. Weil da viele, ich habe richtig den Kopf aufgemacht bekommen. Was hast du? Also man kriegt dann das ganze Kinn ausgesägt. Ja. Und dann geht das, also der Schnitt geht von der Unterlippe bis runter zur Kehle und von der Kehle zum rechten Ohr. Oh weia, das klingt aber schlimm. Und dann wird der Kopf richtig aufgemacht und mit Hauttransplantation im Rachen. Also der Krebs ist in der Schleimhaut? Ja, der ist in der Haut, innen drin im Hals. Rachenraum gewesen und da war dann schon so weit, dass dann ein Muskel befallen war in der Schulter. In der Schulter? Ja, also es war schon ziemlich weit gestreut. Wie hast du das gemerkt? Ich habe
das gemerkt, weil ich einen dicken Lymphknoten am Ohr hatte. Du hattest aber nie Schmerzen beim Schlucken? Doch, ja, weh tat es in der ersten Zeit nicht, aber ich bin sofort, nachdem ich es gemerkt habe, 2 Tage später zum Arzt. Mhm. Der hat mich auch überwiesen. Ich habe einen sehr guten Hausarzt, mhm. der da gar nicht lange alleine rummacht, sondern mhm. wirklich sofort überweist. Mhm. Und ich habe dann Hals-Nasen-Ohrenarzt und Zahnarzt und ja. Röntgen, was dann eben halt dafür in Betracht ja. kommt, wenn man am Ohr einen Lymphknoten dick hat. Hat denn der Hals, ich frag dich mal eben noch zu der Krankheit, bevor wir zu deinem Partner kommen, hat der Hals-Nasen-Ohrenarzt das denn direkt gesehen? Als Nein, zuerst nicht. Nicht das gesehen? Kann auch sein, dass das zuerst noch nicht sichtbar war, obwohl mhm. hinterher die Ärzte meinten, das hat an den Mandeln angefangen mhm. und hat von da aus dann weitergewuchert. Mhm. Und wenn es an den Mandeln angefangen hat, ich hatte meine Mandeln ja noch, mhm. dann muss das eigentlich jeder Arzt sofort gesehen haben. Ja, also, kommt, also von den Fachärzten. Kommt das auch noch hinzu, dass du denkst, ja, die haben dich nicht... Es steht fest, dass da ein Behandlungsfehler ist. Es steht fest. So, jetzt hast du eine so schwere Operation hinter dich. Eine oder mehrere? Doch, immer mehrere. Mehrere. Ich weiß nicht mehr, wie viele. Also das ganze Gesicht ist aufgemacht worden, hast du gerade gesagt. Und sieht Mit man... Hauttransplantation, wo mhm. du am Arm Haut weggenommen gekriegt hast und am Bauch. Ja, wo dann das Loch am Arm geschopft wurde. Oh, ja. Wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich das sehen im Gesicht? Ja, natürlich sofort. Würdest du sagen, dass du entstellt bist ja. im Gesicht? Ja. Also im unteren Kieferbereich? Ja, klar. Die ganze mhm. Lippe und das Kinn und das ganze Gesicht ist auch nicht mehr symmetrisch. Mhm. So, das ist ja alles verzogen. Jetzt hast du gerade gesagt, am Anfang unseres Gesprächs, ich bin 16 Jahre verheiratet und im Oktober letzten Jahres hat mein Mann mich verlassen, weil er ja, mich... Ja, der hat mir von einem Tag auf den anderen gesagt, dass er mich nicht mehr lieben kann. Weil du Krebs hast. Weil ich so aussehe. Weil du so aussiehst. Ja. Das hat dein Mann, der 16 Jahre mit dir zusammen war, gesagt? Ja. Das ist ja unfassbar. Ist aber so. Das ist ja unfassbar. Das heißt, er steht nicht in dieser schweren Zeit zu dir, sondern geht. Ich meine, die Operation, die war ja schon 2001. Trotzdem, die ne? Zeit ist er ja jetzt auch noch so. Zeit, das erste halbe Jahr hat er sich rührend um mich gekümmert. Ach so. So, und aber als er dann gesehen hat... Ich habe mir immer so als Ziel, um überhaupt das Ganze zu überstehen, habe ich mir als Ziel gesetzt, im November gehe ich wieder arbeiten. Mhm. Das war utopisch. Mhm. Ja? Also im November 2001. Eins. Mhm. So, ich bin im März operiert worden, Anfang März. Und ich habe immer gesagt, im November gehe ich wieder arbeiten, mhm. aber nur, weil ich ein Ziel brauche. Verstehe. Mhm. Ja. So, ja. Irgendwo im Hinterkopf war mir schon klar, ja. ne, dass das nicht geht. So, aber als dann dieser November kam mhm. und ich konnte dann nicht das einhalten, was ich mir selber mhm. gesetzt hatte, bin ich auch erstmal in ein tiefes Loch gefallen. Mhm. Mhm. Und genau in dem Moment hat er mir erstmal jegliche Liebe oder alles an Gefühl entzogen. Schon da? Von da ab hat er mich nicht mehr berührt. Von da an, weil du da diese Entstellung im Gesicht hattest? Ja. Mhm. Und war dann aber noch bis letztes Jahr im Oktober bei dir? Der ist immer noch bei mir. Ach, der ist immer noch bei dir? Weil der weigert sich auszuziehen. Warum? Der weigert sich auch zu trennen. Weil dann müsste er Unterhalt zahlen und das macht er nicht. Er gibt da seine Arbeitsstelle auf, wo er seit 30 Jahren arbeitet. Habt ihr Kinder? Ja, 2. Wie alt sind die? 14 und 16. Die kriegen das alles mit? Ja. Wie hältst du es bei diesem Mann noch aus? Erstens mal ist es der Vater meiner Kinder. Mhm. Zweitens mal, bevor das Ganze losging, hatte ich schon eine Kur beantragt. Mhm. Und ich bin... Nachdem er mir das gesagt hat, in ein ganz tiefes Loch gefallen. Mhm. Ich nehme jetzt Psychopharmaka, um das überhaupt irgendwie zu überstehen. Gehe zu einem Psychotherapeuten. Lass mich mal eben kurz zwischenfragen, damit ich das noch verstehe. Ist der Krebs denn jetzt im Griff, sage ich mal? Das kann mir keiner sagen. Das dauert noch ein paar Jahre, ne? Bis ja. man das sagen kann. Also bei meiner Art von Krebs, also mindestens 7 Jahre. Das heißt, das kann jederzeit wieder ausbrechen. Mhm. Und diese Situation ist natürlich seelisch extrem schlecht für auch ja, so eine Erkrankung. Eine Woche bevor die Nachfolgeuntersuchungen losgehen, also dann geht das bei mir los, dann werde ich... Mhm.
Einfach aus Angst. Na, kommen wir nochmal zurück auf den Mann. Du sagst, das ist der Vater meiner Kinder, ich möchte den nicht verlassen. Na doch, ich möchte ihn schon verlassen, aber er setzt mich jetzt da psychisch unter Druck. Mhm. Und ich habe jetzt am 29.03., beziehungsweise am 30., der 29. ist, glaube ich, Ostermontag, da fahre ich in Kur, mhm. in so eine psychosomatische Kur. Mhm. Mhm. Und ich wollte den Kindern das nicht antun, vorher auszuziehen. Mhm. Und sie müssten dann eventuell zu ihrem Vater zurück. Aber in der Zeit, wo ich weg bin. Ja, aber du spielst mit dem Gedanken, wenn du zurückkommst. Wenn ich zurückkomme, kann ich nicht, egal mhm. was der macht. Mhm. Ich kann nicht mehr. Mhm. Das finde ich auch sehr richtig von dir. Und wenn du nur irgendwie die Kraft hast, musst du das auch tun. Ja, aber das ist, was der macht, das ist so eine seelische Grausamkeit. Der ist zigmal in der Woche weg mhm. und er erzählt mir dann auch noch, er fährt nur auf dem Straßenstrich nach Köln oder Bonn. Gott, wie schrecklich. Was für ein böser Mensch. So, und das erzählt er mir auch noch. Wenn ja, er da Probleme mit irgendwelchen Frauen hat. Ist das ein ganz anderer Mensch als dem du früher... Der kennt man nicht mehr, so war der früher. Der war früher ganz anders. Aber ich sieh mal, das einfach. Wie man sich im Menschen täuschen kann, ne? Ja, nee, aber so war er. Ich weiß also, dass er, bis ich krank geworden bin, mhm. weiß ich definitiv, dass er mich nie betrogen hat. Mhm. Mhm. Ich ihn auch nicht. Aber weißt du, was ich das Gemeine auch an der Geschichte finde? Dass er dich unter Druck setzt, dass er dich nicht gehen hat lassen in der letzten Zeit. Und dass er dich auch noch quält. Er muss doch wissen, wie weh dir das tut. Und du bist ja nun schon wirklich gestraft genug mit deiner Erkrankung und hast genügend da zu leiden und zu ertragen. Wir hatten vorhin noch einen Streit, weil ich gesagt habe, ich mache das einfach nicht mehr mit. Entweder mhm. du gehst oder ich gehe. Mhm. Oder was passiert, kann nicht mehr. Wenn du dann gehst, was passiert mit den Kindern? Wo kommen die hin? Die gehen mit mir. Die gehen mit dir. Mhm. Ich meine, die wollen das auch. Ja, die hassen den mittlerweile. Mhm. Mhm. Weil die kriegen das alles mit, wie ja, er dich klar. behandelt. Und, und vor allen Dingen, selbst, dass er da zu seinen Huren fährt. Mhm. Das die, also wirklich unterste Schublade, Drogenabhängige ja. und was weiß ich alles. Das kriegen die Kinder auch mit? Ja. Unglaublich. Und das Schlimme ist, das sagen die Kinder nicht, das ist nicht von mir. Mhm. Die Kinder sagen, das Schlimme ist ja nicht, dass er das macht, mhm. dass eine Ehe kaputt gehen kann. Da hat meine Tochter, die ist 16, hat sie gesagt, dass eine Ehe kaputt gehen kann. Das ist normal. Mhm. Aber das Schlimme ist, dass er so tut, als ob das, was er macht, vollkommen normal ist. Mhm. Hat dieser Mensch kein Gewissen? Ich weiß es nicht. Es klingt ganz, ganz schrecklich. Schauerhaft. Bösartig. Du gehst wie lange in die Kur? Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Diese psychosomatischen Kuren, der fängt mit 3 Wochen an. Mhm. Und man weiß dann, es wird von den Ärzten verlängert. Das kann ja bis zu 3 Monaten gehen. Ich habe gerade nicht richtig verstanden. Sind die Kinder währenddessen denn dann gut? Sind die jetzt noch hier bei ihm? Ach so. Und ich habe wahnsinnig Angst. Mhm. Angst, dass er sie schlecht behandelt? Ja, also dass die Kinder durchfallen. Mhm. Gibt es denn nicht irgendeinen ganz nahen Verwandten, wo die Kinder hin könnten? Das ist durch die Schule bedingt. Die Verwandtschaft, die wohnt alles ein bisschen weiter weg. Mhm. Mhm. Und, das heißt, du kannst dich gar nicht so richtig fallen lassen in der Kur, weil du immer denkst, was ist mit den Kindern? Ja. Mhm. Ich habe zwar für einen Unfall, meine Tochter hat gesagt, wenn ihr da zum Bund wird, sitze zu ihrer Freundin. Mhm. Aber der Junge ist noch da dann. Ja. Mhm. Der ist 14. Der ist eh so schwierig. Der ist 14 und auch mhm. gerade so mitten noch in der schlimmsten mhm. Pubertät. Mhm. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich habe da jetzt im Moment keine Idee, ob man vielleicht eine andere Lösung finden könnte, dass die Kinder währenddessen irgendwo vielleicht in ein betreutes Wohnen vom Jugendamt gehen könnten oder irgend sowas. Das gibt es bei uns hier nicht. Gibt es bei euch nicht? Mhm. Nee, ich habe mich da auch schon erkundigt. Mhm. Mhm. Jetzt in Köln oder so, da wird es das geben. Ja. Aber ja. Ich wohne hier in Wesseling. Ja, aber Wesseling ist ja nur kurz vor Köln. Bitte? Wesseling ist ja kurz vor Köln. Ja, schon. Aber mhm. wenn mein Sohn dann
Von Köln bis nach Wesseling zur Schule muss, ist das auch wieder. Ich möchte, dass du darüber jetzt gleich mal mit meinem Psychologen redest, ob es da nicht vielleicht doch irgendeine Möglichkeit gäbe. Weil ich finde gut, dass du in die psychosomatische Klinik gehst. Ja, ich muss. Ich finde gut, das ja selber gemerkt. Ja. Ich finde gut, dass du die Entscheidung getroffen hast, dich von dem Kerl, sage ich jetzt auch so despektierlich, zu trennen. Ich fände es aber noch viel besser, wenn du in der Kur wirklich entspannt sein könntest und nicht immer zu dem Kopf haben müsstest, was es mit den Kindern und dir Sorgen machen müsstest. Dann funktioniert die Kur nicht richtig. Deswegen wollen wir mal überlegen, vielleicht gibt es doch irgendeine Lösung oder irgendeine Idee. Ja. Ne? Dann legst du mal auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich jetzt sofort an. Ja, oder in ein paar Minuten, ich weiß nicht, ob er gerade telefoniert. Okay? Ja, ich danke dir. Alles Gute von ganzem Herzen und auch gesundheitlich wirklich toi toi toi. Ja, ich wünsche dir auch, Männchen. Dankeschön. Tschüss, Daniela. Eva war das. Eva, ja. Genau. Entschuldigung. Ja, bitte. Auch das. Namen sind Schall und Rauch. Ja, sind so viele Namen bei mir hier. Alles Gute, Eva. Ja, ich danke dir. Tschüss. Daniela hatte ich vorher. Jetzt geht's weiter mit, frage ich meine Regie? Mit Jule. Jule ist 24. Hallo, Jule. Hallo. Grüße dich. Und was geht's bei dir, Jule? Ja, also ich bin schwanger und entbinde Anfang nächsten Monat, was ja im Prinzip ja auch was ganz Schönes ist. Im Prinzip, ja. Mhm. Ja, nur der Vater des Kindes, der hat uns sozusagen so ein bisschen im Stich gelassen. Was heißt denn so ein bisschen? Also ich bin nicht mehr mit ihm zusammen. Ich muss dazu sagen, ich war auch nur 2 Monate mit ihm zusammen, das heißt ja. Juni, Juli letzten Jahres. Dann habe ich ihn halt erwischt im Flagranti mit seiner Ex-Freundin. Mhm. Daraufhin ja, wurde die Beziehung dann sozusagen beendet. Mhm. Doch das Schlimmste ist halt, dass er mich dann weiterhin 4 Monate lang hingehalten hat. Also bis zum November hin, die ganze während der Schwangerschaft eigentlich. Wusste er schon, dass du da schwanger bist? Ja, ich habe ihm das gesagt. Und hingehalten heißt, dass er so, naja, dir Hoffnung gemacht hat und dann wieder Rückzieher und das Spielchen. Ja, das Schlimmste war ja noch, dass ich dann halt Anfang November dann erfahren hatte, dass er während der Zeit, wo wir dann auch noch ins Bett gesprungen sind, mit seiner Ex-Freundin wieder zusammen war, fest. Ist er jetzt wieder ganz bei seiner Ex-Freundin? Das weiß ich nicht. Du hast gar keinen Kontakt? Nein. Und er kümmert sich auch nicht um dich und ist nicht interessiert daran, wie es dir geht? Nee, wie es mit der Schwangerschaft läuft? Nee, gar nicht. Also ich versuche ja alles Mögliche und ich habe ihm ja auch immer wieder gesagt, dass das Kind nicht drunter leiden sollte. Mhm. Es ist ihm aber völlig egal und ich war ja auch nur vor 3 Wochen im Krankenhaus, weil das Kind eigentlich früher kommen wollte und das war ihm auch völlig egal. Er sagte dann nur, ja, es wird sich ja erstmal rausstellen, ob ich überhaupt der Vater bin. Ach so, das heißt, es soll ein Test gemacht werden? Mhm. So ganz klar will er gar nicht sofort die Schwangerschaft, denn die Vaterschaft anerkennen. Mhm, dabei weiß er im Prinzip ganz genau, dass er der Vater ist. Hat er auf dich Druck ausgeübt voriges Jahr, dass er sagte, treibt das Kind an? Ja, am Anfang. Also als ich ihm das erzählt habe, da war er ganz außer sich und obwohl er ja nun wusste, dass wir nicht verhütet haben, beide, er wusste auch, dass ich nicht die Pille nehme. Ihr habt also bewusst, seid ihr das Risiko eingegangen? Mhm. Beide, du auch? Ich auch, ja. Warum? Warum? Wenn man 2 Monate erst zusammen ist? Ja, stimmt. War sehr naiv. Sehr naiv. Also ich habe halt gedacht, ist es. Ja, gut, aber auch nicht nur bezogen auf die Verhütung, sondern bezogen auch auf den Schutz vor Krankheiten. Ja, das stimmt. 24 bist du, Mensch. Ja. Es hat sich ja schon rumgesprochen, dass man sich schützen sollte und vielleicht auch nicht gleich im ersten Monat schwanger werden sollte mit einem Typ, mit dem man gerade zusammenkommt. Ja, naja, stimmt. Jetzt ist es passiert, aber ich sage es trotzdem. Hast du dich geärgert, dass das so gelaufen ist? Nee, dafür hatte ich eigentlich noch gar keine Zeit. Es ist halt nur so, dass ich halt sehr enttäuscht von ihm bin, weil ich das absolut nicht gedacht habe von ihm. Und dass er ja mich wirklich auf übelster Weise mich hingehalten hat und mir Sachen erzählt hat und und aber trotzdem mit seiner Ex-Freundin noch zusammen war und er nicht mit offenen Karten gespielt hat. Und hätte er das von Anfang an gemacht, dann hätte ich damit ja auch schon längst abschließen können. Mhm. Aber das konnte ich ja noch nicht. Ja. Und, also das finde ich übel, das ist gar keine Frage. Und ich finde zusätzlich auch sehr übel, wenn er schon ungeschützt mit dir schläft und er wusste, dass du die Pille nicht nimmst. Mhm. Ist das so? Ja, das wusste er. Hat er verdammt nochmal auch die Verantwortung jetzt mitzutragen. Selbst wenn er nicht mehr mit dir zusammen ist. Hat er sich auch um dich und um das Kind später zu kümmern.
Und das macht mich immer wütend, wenn die Kerle sich dann zurückziehen. Die sind genauso daran beteiligt wie ihr Mädels. Ja, aber er sagt dann halt, nö, und ich bin ja nicht dein Partner und auch nicht dein Freund, weder noch. Und, aber er ist der Vater des Kindes. Ja, das. Jetzt stehst du ganz alleine da? Ja. Du musst jetzt die Geburt also allein durchziehen. Mhm. Hast du wenigstens ein Umfeld, Familie, Freunde, die dir ein bisschen helfen? Ja, Freunde, aber es ist halt schon was anderes, wenn es noch die Familie wäre. Es ist halt schon ein anderer Beistand, sag ich mal so. Ja, sicher, ja, ganz klar. Wie wirst du es so finanziell hinkriegen? Bist du im Moment noch berufstätig? Nee, jetzt bin ich ja Mutterschutz, aber ich war berufstätig, ja. Ja, was machst du vom Beruf? Krankenschwester. Krankenschwester, ja. Ah, du bist im Mutterschutz jetzt erstmal. Und das ist dann auch finanziell jetzt geregelt für die nächste Zeit. Ja. Ja, ja, Jule. Das heißt, jetzt kann man nur hoffen, dass alles gut geht mit der Geburt. Ist denn das alles so im grünen Bereich von den Untersuchungen her? Ja. Das schon. Das schon, ja. Was meinst du, wie der sich verhält, wenn dann ein Vaterschaftstest gemacht wird und es kommt raus, wirklich definitiv, dass er es ist? Ja, davor habe ich ja auch Angst. Ich habe auf eine Art, möchte ich auch gerne, dass er sich dann trotzdem drum kümmert, aber auf eine Art habe ich Angst, dass die andere da so zwischensteckt, dass er halt noch mit ihr zusammen ist. Weil, wenn er dann wirklich regelmäßig das Kind sieht und ich bin wirklich die Letzte, die sagt, nee, du darfst dein Kind nicht sehen, aufgrund, weil er mich verletzt hat, das würde ich nie am Kind auslassen. Aber ich habe halt Angst, dass sie dann so ein bisschen so das Kind sozusagen dann auf mich hetzt. Ich weiß, es hört sich zwar ein bisschen blöd an, aber... Ja, da würde ich mir jetzt erstmal... Das Kind ist ja erstmal noch sehr klein. Da kann man doch nicht so sehr hetzen. Da würde ich erstmal ein bisschen gelassener rangehen. Und wenn der sich dann wirklich um das Kind kümmern möchte, solltest du ihm auch die Möglichkeit geben. Dann müsstest du, selbst wenn er mit der anderen Frau zusammen ist, das ist zwar dann hart für dich, aber dann musst du es für das Kind tun. Für das Kind ist es gut, wenn es auch einen Kontakt zum Vater hat von früh auf. Ja, es ist nur halt schwer, so mit dem ganzen Thema abzuschließen, was er halt in den letzten halben Jahr gemacht hat. Ja, die Verletzung ist da. Er wusste, dass ich schwanger bin und er hätte da ja wenigstens mit offenen Karten spielen können. Und das hat er halt nicht gemacht und das nehme ich ihm übel. Würde mich fast auch gar nicht wundern, wie du ihn mir jetzt schilderst, dass der sich auch, wenn das nachgewiesen ist, dass er der Vater ist, dass er sich dann gar nicht kümmert um das Kind. Weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen, aber so wie du ihn gerade geschildert hast, würde das fast auch noch ins Bild passen. Ja. Ja, Jule. Dann wünsche ich dir erstmal jetzt wirklich ganz viel Glück für alles, für die Geburt. Und Danke. Das ist natürlich alles sehr ätzend danach, ich weiß, das ist mir schon klar. Aber versuch da souverän zu sein und tu es für dein Kind. Und der Schmerz wird schon nach einer gewissen Zeit nachlassen, dass du denkst, wie konnte ich mich überhaupt in den so verlieben? Aber er hat dich verletzt, ist mir klar. Das dauert auch, das wird auch andauern. Aber unterbinde nicht das die Verbindung zu dem Vater, wenn der Vater die Bindung zum Kind haben will. Das darfst du nicht tun. Ja, bloß er ist ja auch unzuverlässig. Es ist ja auch so, dass man sich auch absolut nicht darauf verlassen kann. Und er ist so ein egoistischer Mensch. Er denkt ja nur an sich, seine Arbeit und seine Freunde und sein Vergnügen. Das sagt man ja schon daran, dass er sich ja nur wirklich um nichts gekümmert hat. Du kannst dir das ja erstmal angucken. Und wenn du merkst, dass der das nicht richtig macht oder dass er das fahrlässig macht oder wirklich nur sporadisch, dann kannst du ja immer noch einschreiten. Können wir auch nochmal reden, vielleicht in einem halben Jahr. Würde mich interessieren. Im Ernst, mail uns doch dann nochmal und dann reden wir weiter. Okay. Ja? Okay. Und jetzt erstmal alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, Hinweis auf Samstag. Samstag prominenter Besuch hier bei uns im Studio, nämlich Ex-Modern Talking-Sänger Thomas Anders ist bei mir um 11:30 WDR Fernsehen. Und wenn ihr gerne mit Thomas Anders reden wollt, diskutieren wollt, streiten wollt, ihn vielleicht was fragen wollt, vielleicht etwas, was ihr immer schon mal Thomas Anders fragen wolltet, dann meldet euch ganz einfach jetzt schon an unter domian@wdr.de und den einen oder anderen von euch stellen wir am Samstag dann in die Sendung. Samstagabend, WDR Fernsehen, 11:30, mein Gast Thomas Anders. Christian, 20 Jahre alt. Hallo Christian. Ja, hallo Domian. Hallo Christian. Ich habe einige Probleme und zwar, ich bin 20 und wohne in einem kleinen Dorf, also schon jahrelang eigentlich schon, da bin ich eigentlich auch groß geworden
Und hier im Dorf ist es so, dass hier Kontakte mehr übers Aussehen und über Freundschaften und Kontakte über die Eltern geknüpft werden. Mhm. Und es quasi Leute sind, die sich untereinander schon kennen und halt die Kinder logischerweise dann auch untereinander verknüpft werden. Und ich bin eher so ein Typ, der nicht gerade wie 20, sondern eher wie 14 bis 16 aussieht höchstens. Mhm. Und wenn ich durchs Dorf gehe, dann wird auch oft gesagt... Schau mal, du siehst aus wie 14 und 16? Ja, 14 bis 16. Also du siehst sehr jung noch aus. Ziemlich jung auch, ja. Wie groß ist denn das Dorf, in dem du da wohnst? Ja, so 4 bis 6.000 Einwohner, würde ich sagen. Also nicht gerade unbedingt viele. Nicht gerade ein Dorf. Ja, gut. Ich habe ja, ich denke, es sind so 5 bis 6.000. Sicher bin ich mehr nicht, aber es sind einige auf jeden Fall. Und es ist so, dass ich halt auch eben, da ich so nicht akzeptiert werde, auch in der Schule war es früher auch noch nicht so, dass ich halt sehr viel auch nur zu Hause sitze oder bei dem einzigen Freund, den ich hier habe. Ja. Und der ist ebenfalls auch arbeitslos, wie ich auch. Und das ist eigentlich der einzige, wo ich hin kann. Also du wirst nicht akzeptiert, weil du so jung aussiehst? Erstmal das und weil ich auch nicht unbedingt so, ja, ich sag mal so hübsch aussehe, weil ich auch nicht so reine Haut habe, sag ich mal. Ja. Und auch Erzöcke, manche, die geben mir nur mal 1000 Seiten mit, aber das hilft auch nicht wirklich. Mhm. Und das ist natürlich auch, Das heißt, du hast in diesem Ort, in dem du da lebst, in dem kleinen Ort, eine arge Außenseiterposition. Das auf jeden Fall, Du hast nur einen Freund. Genau, und seine Freunde, also eigentlich zwei Leute, aber es ist halt nicht dasselbe, als wenn man so eine Clique hat, wie andere das haben. Ist klar. Mhm. Und, hängst dann entsprechend viel alleine zu Hause rum. Genau, gerade auch nachts oder nachmittags, wenn der andere halt keine Zeit hat. Mhm. Und mein einziger Beschäftigung ist eigentlich eher der Rechner und eben, Fernseher. Mhm. Und bist arbeitslos, wie lange schon? Seit 2003. Ende 2003 habe ich meinen Zivildienst gemacht und danach leider noch nichts gefunden bis jetzt. Achso, da hast du gar keine Ausbildung gemacht? Nee, auch nicht. Leider nicht. Oh. Das ist auch wieder das nächste Problem, was ich danach habe. Das ist, wir haben weder Auto noch habe ich einen Führerschein. Mhm. Und meine Mutter ist auch 2001 an Krebs erkrankt. Das heißt, wir sind dann auch noch mit dadurch belastet, mhm. weil wir natürlich auch da Rücksicht drauf nehmen müssen. Bist du einziges Kind? Ich habe noch einen jüngeren Bruder, der auch gerade 16, also im schwierigen Alter ist. Ja. Und dann kommt noch dazu, wir sind vorletztes Jahr von meinem Vater weggezogen. Meine Eltern haben sich getrennt durch die Krankheit, eben weil mein Vater auch fremdgegangen ist meiner Mutter. Aber ihr seid in dem gleichen Ort umgezogen? Das ist das Problem, ja. Das haben wir nämlich gemacht, weil meine Mutter eben dachte, durch die Schule auch, dass wir wenigstens die Schule zu Ende machen. Und das heißt, die ganze Familie ist ein bisschen geächtet im Dorf. Genau, das auch. Also das heißt, wenn wir irgendwie im Dorf uns sehen lassen, dann ist das schon eher... Also, für dich eine rundum beschissene Situation. Das auf jeden Rundherum. Fall, ja. Was würdest du denn gerne lernen, wenn du lernen könntest? Auf jeden Fall irgendwas mit Leuten zu tun oder mit irgendwelchen älteren Leuten auch von mir aus. Ich habe auch Zivildienst in Altenpflege gemacht und das könnte ich mir auch forschen. Das ist eben das Schwierige, dass da auf jeden Fall eine Autovoraussetzung ist. Ja. Und das kann man im Moment einfach nicht leisten. Ja. Ne? Und da in deiner Umgebung gibt es keine etwas größere Stadt, wo du mit dem Bus hinfahren könntest oder mit der Bahn? Das auf keinen Fall, nee. Also die Busse, die fahren so ziemlich blöde auch und Also fühlst du dich quasi richtig eingesperrt in diesem Dorf? Das auf jeden Fall, In welcher Gegend liegt denn das? In welchem Bundesland? Das ist in Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen? Ja, also, doch. Da gibt es so abgelegene Sachen? Ja, doch, es gibt ländliche Sachen auch. Also das ist sehr ländlich gelegen. Wie weit ist denn die nächste größte Stadt entfernt? Das sind 20 Kilometer circa mit dem Auto. Das geht ja noch. Ja. Und da gibt es keine Busverbindung zwischen den beiden Orten? Gibt es schon, nur eben es ist sehr lästig, wenn man halt ein paar Mal umsteigen muss auch. Und die Busse natürlich auch dementsprechend auch voll morgens. Ja, gut. Das ist auch wieder ein Problem, was ich habe, dass ich halt keine vollen Busse, ich gehe da einfach nicht rein, aber ich habe da so eine Angst vor eigentlich. Da bin ich aber auch wegen psychologischer Behandlung schon seit ein paar Jahren. Und also so eine Art Platzangst? Das auf jeden Fall, das stimmt, ja. Wie heißt denn die nächste große Stadt, in der du... Das ist Dorsten. Das ist Dorsten. Ja, das liegt bei Recklinghausen, Essen, die Ecke. Ja, das kenne ich vom Hören so. Genau, ja. Also, da kommt aber eine ganze Menge zusammen. Da kommt eine ganze Menge. Natürlich hätte ich jetzt gleich gesagt, komm, ich stelle dich nicht an, dann gehst du halt in einen vollen Bus und 20 Kilometer. Andere Leute fahren noch mehr, um zur Arbeitsstelle zu kommen. Ja, wenn du jetzt aber noch diese psychologischen Probleme hast. Genau, ja. Und eben, dass ich dafür keine Freunde und ich habe auch eigentlich keine sozialen Bindungen, habe ich auch nie so gehabt groß, weil ich halt morgens dachte, ich habe meine Schule oder meinen Zivildienstplatz und danach war es eigentlich eher Freizeit, weil ich hätte beim Zivildienst sowieso erst um 5 Uhr nachmittags Feierabend. Hast du den Zivildienst da in diesem Ort gemacht, wo du wohnst? Das war in dem nächstgrößeren Ort, das war allerdings auch, da konnte ich morgens mit meinen anderen mitfahren. Und das war dann in Dorsten? Das war in Dorsten, genau. Mhm. Und das war auch nicht das Problem, weil es hier mal jemand mit dem Auto gewesen ist. Mhm. So. Was haben wir? Jetzt haben wir aber einen ganzen Problemberg da liegen. Ja. Ne? Größtes Problem scheint mir zu sein, dass du so isoliert bist und dass du keine Arbeit hast. Ja, das stimmt. Und
dass es da offensichtlich im Hintergrund doch auch noch ernsthafte seelische Probleme gibt. Ja, also die habe ich auch längere Zeit, also das habe ich als kleines Kind schon gehabt, dass ich auch immer sehr ausgegrenzt gewesen bin. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt überlegen würden, von welcher Seite auch immer wir jetzt anfangen zu lösen, und wir kämen auf die Idee und würden sagen, pass mal auf, jetzt brauchen wir erstmal für dich einen guten Seelendoktor, um dich ein bisschen auf die Reihe zu kriegen und zu stabilisieren. Ja. Ginge das ja dann auch wiederum nicht, weil du deshalb in eine andere Stadt fahren müsstest. Genau, und da komme ich halt auch im Moment nicht hin, weil wir uns halt weder Autos leisten können, noch da, einen Führerschein, den ich auch im Moment noch nicht habe. Der ist zwar noch in Arbeit, aber halt ganz frisch im Moment noch. Achso, du bist dabei, den Führerschein zu machen? Ich bin dabei und ja, es dauert ein paar Monate noch. Und ob ich ihn dann letztendlich habe, ist auch noch in Frage gestellt. Dann brauchst du noch Geld für ein Auto. Das auch, ja. Mhm. Das kann man im Moment nicht leisten. Dann könnte man natürlich jetzt im ersten Moment auch sagen, dann sieh zu, dass du da aus diesem Ort rauskommst und zieh nach Münster ins Ruhrgebiet oder nach Köln. Mhm. Jetzt musst du mir erwidern, ja, die Mutter ist aber krank. Genau, das und zum einen und zum anderen habe ich da auch irgendwie ein blödes Gefühl, wenn ich hier ausziehen oder wegziehen müsste, weil irgendwie will ich es eigentlich auch gar nicht, weil das halt eh auch nur meine Heimat ist, weil ich hier auch groß geworden bin. Ja, du wirst auch Angst haben. Ja. Du wirst auch Angst, das ist natürlich ein großer Schritt, wenn du jetzt sagen würdest, ich gehe nach Münster oder nach Köln. Ja. Eine große Stadt, da ist es ja noch schwieriger, sich da erstmal ein bisschen Land zu erobern. Mhm. Andererseits hättest du ja gar nichts zu verlieren. Du hast ja nichts in dem Ort, wo du bist. Gut, das stimmt. Man könnte eigentlich einen Neuanfang machen. Ja. Die Frage ist jetzt für mich, wie sehr deine Mutter dich braucht. Also das ist so, dass ich, da ich arbeitslos bin, halt auch sehr viel zu Hause bin, dass ich da also auch viel unter der Arme greife, auch im Haushalt. Mhm. Und das ist ja doch schon wichtig, dass ich auch da bin auch. Also sie sagte, wenn ich nicht da wäre, wenn sie auch zu ihrer Chemotherapie muss, ein paar Mal im Monat, dann findet sie es doch beruhigend, wenn sie halt weiß, dass ich da bin und halt auch auf den Haushalt achte. Und du kriegst die ja auch deine Situation mit. Und die kriegt wahrscheinlich auch mit, dass du nicht sehr glücklich bist. Was sagt sie? Sie sagt auch, dass ich einen Ausbildungsplatz mehr suchen soll. Mhm. Aber es ist eben schwierig. Mhm. Also, hast du denn schon viele Versuche unternommen, einen zu finden? Das auch. Ich war auch beim Arbeitsamt ein paar Mal und zum Arbeitsamt kriegt man nur so Sachen, die keiner haben, also sprich Bauarbeiten oder sonst irgendwas. Mhm. Und das ist überhaupt nicht mein Gebiet, wo ich überhaupt mal später was machen möchte, weil das Arbeitsamt vermittelt nur, so habe ich das Gefühl, dass das Arbeitsamt nur die Stellen vermittelt, die sie gerade übrig haben und die sie halt gerade haben. Und, weißt du? Hey Christian, es gibt so einen tollen Spruch von irgendeinem, ich weiß gar nicht was, Elektro-Großkonzern oder von Möbelhaus, ich weiß nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Das stimmt, ja. Beeindruckt mich immer sehr, wenn ich das im Radio höre, diesen Spruch, weil da ist verdammt viel dran. Ich glaube, dass man findet immer Gründe, um zu sagen, nee, das geht nicht und das funktioniert nicht und da habe ich Angst und da und so. Und dann trifft man wieder auf Menschen, die irgendwie ganz anders drauf sind und die sagen, ja, ich stehe vor einem riesen Problemberg, aber ich packe das jetzt an. Ich versuche das. Ich denke, ich habe auch den ersten Schritt schon für mich getan, dass ich immer sage, ich mache einen Führerschein, damit ich schon mal sagen kann, dass ich jetzt, ich habe einen Führerschein zumindest, dass man zum Beispiel sagen kann, wenn diese Firma zum Beispiel irgendwelche Wagen zur Verfügung stellen könnte, beispielsweise ein Altenpfleger oder sowas, dass die dann sagen können, gut, der hat einen Führerschein, ein Auto könnte man nicht abgeben. Finde ich auch, ist ein guter Schritt. Das macht dich flexibel. Und das nimmt ja diese Angst da in den vollen von, ist das denn, ich meine, ich leide auch unter Platzangst, ich weiß, was du meinst. Da gibt es ja auch graduelle Unterschiede. Ist es so schlimm, dass du wirklich nicht in einen vollbesetzten Bus steigen kannst? Ich sag mal so, wenn ich alleine bin, mache ich es eigentlich eher ungern. Also das heißt, wenn ich wirklich sehe, der ist proppenvoll, gehe ich da nicht rein. Mhm. Wenn ich ja mit einem Freund oder mit meiner Mutter unterwegs bin, und dann geht es. Dann gehe ich natürlich mit, wie selbstverständlich. Also dann ist es kein Problem. Du machst es ungern oder ist es völlig unmöglich, da einzusteigen? Es ist eigentlich eher ungern. Also ich fühle mich da irgendwie beobachtet, wenn ich dann halt in dem Bus stehe. So, das ist jetzt, würde ich jetzt mal ganz, ganz spontan laienpsychologisch sagen, das ist noch ein Grad, wo du gegen angehen kannst. Das hat man Psychologe auch gesagt. Finde ich. Das ist eigentlich eine Sache, die noch vom Kopf her ist. Ja, finde ich schon. Wenn du jetzt sagen, wenn du mit Panik vor dem Bus stehst und es dir kalt und heiß wird, dann nehme ich das ernst und du sagst, ich kann da nicht einsteigen. Wenn du aber nur sagst, ich gehe da ungern rein, fühle mich beobachtet, dann sage ich, der tritt dich in den Hintern und geh rein. Ja, das hat man Psychologe auch gehört. Das habe ich jetzt auch ein paar Mal versucht und es hat auch funktioniert. Also es ist auf dem Weg der Besserung auf jeden Fall. Also, das wäre doch wirklich, so wie du gerade auch schon gesagt hast, du musst flexibel werden, entweder mit dem Auto oder dass du mit dem Bus in die nächste Stadt fährst, um dir da peu à peu irgendwie ein Leben aufzubauen. Und das Wichtigste ist eben Arbeit. Das stimmt. Das heißt, du hast schon einen Psychologen auch. Ich habe auch
an. Also der ist auch schon ein paar Jahre, habe ich den schon. Und wie kommst du zu dem hin? Der ist zum Beispiel in Dorsten und wenn ich da einen Termin habe, dann fahre ich da auch hin. Ach so. Muss. Also das geht auch. Wenn ich halt weiß, ich muss da und dann irgendwo da sein, ja. Dann geht das auch wohl. Und das ist eben, dass ich halt diesen Schritt meistens nicht richtig hinkriege. Mhm. Und ich mache die Termine meistens vormittags, wenn also die Schulkinder noch im Bus sind, weil ich halt da auch Angst habe, dass mir irgendwelche Leute aus dem Dorf erkennen oder sowas, oder wo ich weiß, die können mich nicht leiden. Mhm. Dass ich denen nicht ausgesetzt bin. Also das heißt, ich vermeide Probleme, indem ich Termine auf irgendwelche Zeiten lege, wo es eigentlich nicht möglich ist. Also, ich finde, du bist auf dem richtigen Weg. Das muss nur jetzt noch mit mehr Kraft durchgezogen werden. Ich finde es gut, dass du da schon in Behandlung bist bei jemandem. Mit dem Führerschein, das muss weitergehen. Ja. Und ich hoffe, dass mein Psychologe dir jetzt auch noch ein paar praktische Tipps geben kann. Mhm. Das heißt, du legst auf und wir rufen dich nochmal an. Gut, okay. Alles gut, dann, Christian. Ja, danke. Und dann wollte ich nur sagen, super Sinn. Also ich habe wirklich fast keine verpasst bis jetzt. Hey. Auch um die Uhrzeit, was ja eigentlich nicht gerade jedermanns Sache ist. Stimmt. Und dann wollte ich, ob ich ein Autogramm bekommen kann. Ja, dann sagst du es gleich dem Peter, meinem Psychologen, der schreibt es auf. Okay, alles klar. Tschüss, Christian. Jo, danke, tschüss. Tschüss. Morgen, ihr Lieben, heißt unser Thema peinliche Angewohnheiten. Ich möchte gerne mit euch über eure Angewohnheiten reden, die euch peinlich sind oder von denen ihr meint, die sind peinlich und ihr euch vielleicht sogar auch dafür schämt und das Ganze deshalb alles ganz in der Heimlichkeit praktiziert. Marotten, Zwänge, Rituale, peinliche Angelegenheiten, so heißt das Thema morgen. Wenn ihr euch anmelden wollt zu dem Thema, dann mailt schon unter domian@wdr.de. Und Samstag ist mein prominenter Gast Thomas Anders. Um 11:30 hier im WDR Fernsehen. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann könnt ihr euch jetzt auch schon per Mail anmelden. Hier ist Nancy und Nancy ist 21. Hallo Nancy. Hi. Hi. Warum lachst du? Ja, ich bin vorher aufgeregt. So. Macht nichts. Ist gleich weg. Nee, bei mir geht es darum, dass ich halt einen guten Freund verliebt bin. Den kenne ich schon 3 Jahre. Mhm. Und seit einem halben Jahr haben wir eine Affäre, würde ich sagen. Ah ja. Aber du bist nicht auch noch in einer Beziehung? Nee, also ich bin solo. Und er? Na, er hat eine Freundin und ein Kind. Er hat eine Freundin und ein Kind. Das ist schlimm, ja. Also es war früher so dein guter Kumpel? Ja, war eigentlich ein ganz guter Freund nur. Ja. Und irgendwie haben sich dann irgendwelche Gefühle entwickelt und das habe ich ihm gesagt. Vor einem halben Jahr? Mhm. Und hat er gesagt, bei mir auch? Nee, hat er halt nicht. Also er hat zu mir gesagt, dass er halt eine Familie hat und dass er die nie verlassen würde. Mhm. Das Problem ist aber, dass er ganz oft herkommt und wir kuscheln. Mhm. Und er mir halt das Gefühl gibt, dass er auch mehr möchte. Und das heißt, ihr habt bisher nur gekuschelt? Nein, wir haben auch schon miteinander geschlafen, aber es ist halt mehr kuscheln oder auch so, wenn ich ihn brauche, er ist immer da. Mhm. Ruft mich auch ganz oft an. Also er verhält sich irgendwie unlogisch. Auf der einen Seite sagt er, ich habe eine Familie, ich habe eine Freundin. Genau. Aber er kommt zu dir kuscheln. Genau. Und also ich weiß nicht, ob er sich das holt, was er zu Hause nicht kriegt. Aber meistens ist ja so, dass die meisten Kerle halt immer nur ins Bett wollen und so. Und er gibt mir aber genau das Gegenteil. Also irgendwie. Aber er muss ja doch, wenn er dein bester Freund war, schon so lange. Wie lange ist er mit seiner Freundin zusammen? Na, schon 12 Jahre. 12 Jahre, das ist eine lange Zeit. Dann muss er dir doch vorher schon viel erzählt haben, wie die Beziehung läuft. Ob er glücklich ist, ob er unglücklich ist, ob da was fehlt. Nee, er redet darüber überhaupt nicht. Er redet überhaupt nicht. Aber was für eine komische Freundschaft. Hast du ihn früher nicht gefragt? Hier, wie ist denn das da mit deiner Nadine oder wie immer sie auch heißen mag? Nee, nein, nicht wirklich. Also so, wie gesagt, er spricht über seine Beziehung eigentlich mit kaum jemandem. Mhm. Das heißt, jetzt hast du gesagt, du hast dich in ihn verknallt. Mhm. Verliebt. Aber richtig doll. Richtig doll. Und er hat ausweichend geantwortet. Hat er denn, er hat ausweichend geantwortet. Er hat nicht gesagt, dass er nicht in dich verliebt ist, oder? Nee, hat er nicht, nee. Er hat nur gesagt, ich habe hier Frau und Kind zu Hause. Genau, und also ich selber habe das Gefühl, dass er seine Tochter nicht verlieren möchte. Mhm. Wie alt ist er? Er ist 31. 31. Ist aber lange zusammen, ne? Lange Beziehung. 12 mhm. Jahre. Mhm. Das stimmt auf jeden Fall. Kann natürlich sein, dass da auch gewisse Ermüdungserscheinungen sind in der Beziehung. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich möchte auch darauf nicht ansprechen, irgendwie, mhm. weil ich dann Angst habe, ihn zu verlieren. Mhm. Ja, aber jetzt bist du natürlich in einer ganz prekären Situation. Du kannst es ja auch nicht einfach irgendwie so laufen lassen. Da wirst du ja fürchterlich unglücklich bei. Da bin ich ja jetzt schon. Jetzt schon, ja, in einem halben Jahr. Ja, deswegen, also ist auch ganz schlimm. Ich sitze manchmal hier und heule und weiß aber auch nicht wirklich. Und er ist ja nur, wie du ihn schilderst, nicht gerade der offene, handfeste Typ, der sagt, pass mal auf, so und so ist es jetzt, wir machen das so und so. Das hört sich eher so an, als würde er das auch alles so irgendwie so laufen lassen. Er hat da seine Familie, seine Frau und er hat
seine Vergangenheit und kommt zu dir, hat's da nett und... Naja, so ist es nicht. Also er merkte, dass es mir nicht gut geht und er war schon hier und meinte zu mir, naja, er will halt, dass ich glücklich bin und er möchte mir auf keinen Fall wehtun. Mhm. Aber ich gebe es ja nicht wirklich zu, weil ich dieses Kuscheln und so nicht mit möchte. Mhm. Also aber da musst du eine Entscheidung treffen. Ich weiß. Da musst du eine Entscheidung treffen. Ich finde schon, dass du klarer mit ihm reden musst. Dass ihr so nicht weitermachen könnt. Dass ihr gemeinsam eine Entscheidung treffen müsstet. Du musst ihn eigentlich fragen, was wird mit uns beiden? Hm. Eigentlich schon, aber... Ja, und da musst du auch das Risiko in Kauf nehmen, dass er sagt, okay, dann können wir auch nicht mehr kuscheln. Dann könnt ihr halt nicht mehr kuscheln. Dann ist es aber auch gut so. Wenn nicht mehr daraus werden, wirklich nicht werden kann, wenn er das nicht will, dann ist es auch nicht gut, mit so einem Menschen zu kuscheln, weil man dann immer traurig ist, wenn man gekuschelt hat. Genau, das stimmt. Super traurig ist. Wenn man dann ist man so nah an dem dran, dann möchte man ja, hat man ja die Sehnsucht, dass man noch mehr mit dem und so weiter. Ja, das ist ja auch so, dass er auch jetzt, wenn er manchmal irgendwie, dann nimmt er sich frei und kommt früh her und geht dann halt erst abends wieder nach Hause. Mhm. Du kennst dann seine Frau, Freundin auch, ne? Nee, kenn ich nicht. Kennst du nicht? Nee, kenn ich nicht, weil sie ist auch so, also er nimmt sie auch nirgendwo mit hin. Also ist irgendwie ganz komisch irgendwie. Wie hast du ihn denn überhaupt kennengelernt? Na, durch andere Freunde. Mhm. Und dann war das so viele Jahre, also doch eine ganz lange Zeit, einfach nur eine platonische Beziehung? Einfach nur so, ja. Einfach so. Halt auf Weg oder bei Geburtstagen oder so. Mhm. Oder mal einen Kaffee trinken. Ja. Ja. Mhm. Halt. Wie alt ist das Kind? Heute, ich glaube, 10. 10. Mhm. Mhm. Und der hängt, also von der Kleinen erzählt er ganz viel und hängt auch gut an ihr. Ja. Und der war auch schon mal ein Wochenende hier, hat sein Telefon ausgemacht. Aha. Und dann ist er nach Hause, hat Ärger gehabt und da meinte er auch so, na, ist mir egal, Hauptsache die Kleine lässt mich nicht im Stich. Mhm. Also wenn ihr beiden zusammen seid, ist das sehr schön. Und das ist immer ohne Spannungen. Auf jeden Fall, es ist sehr schön. Also wir lachen auch ganz viel und er guckt dann mir nach oben und also er guckt mich auch immer ewig lange an und ist halt total blöd irgendwie. Ja, aber es hängt die dicke, fette Wolke über euch. Mhm. Was ist eigentlich und wie sieht die Zukunft aus? Genau. Ne, so ist es für dich. Also bei mir auf jeden Fall, ja. Das ja, auf. Das wird bei ihm irgendwo auch so sein, aber der verdrängt das. Und solange du nicht irgendwie was forderst oder sagst, wird er das laufen lassen. Mhm. Glaube ich, das ist so ein typisches Verhalten. Also ich weiß, also ich habe auch schon die ganze Zeit überlegt, ob ich ihm das sage, wie scheiße mir das eigentlich geht. Das würde ich tun, Nancy. Ich würde dir das auch raten. Weil du wirst unglücklich. Das wird sich nicht zum, wenn du denkst, das wird sich von alleine schon fügen, glaube ich nicht. Ich habe immer die Hoffnung, dass die Gefühle irgendwie bei mir weggehen. Das niemals. Du bist ja völlig verliebt. Ja, er ist ja auch total lieb. Also er hat mir auch nie wehgetan. Ja. Also ich weiß nicht bewusst. Aber die Gefühle gehen nicht von alleine weg. Und wenn du immer wieder weiter mit ihm kuschelst und er dann doch wieder nach Hause fährt zu seiner Familie, nie im Leben gehen die weg. Mhm. Die Sehnsucht wird immer größer, sage ich dir. Ja, das stimmt. Du musst einfach die Wahrheit aushalten, was er dir sagt, wenn er Manns genug ist, sie dir zu sagen. Mhm. Vielleicht ist er aber auch völlig hin und her gerissen, kann ja auch sein, dass er dich auch beginnt zu lieben oder schon sehr, oder auch schon liebt. Aber irgendwie dann mit der Familie, mit dem Kind ein schlechtes Gewissen hat und so. Aber trag das offen aus. Und frag ihn auch ruhig mal, das finde ich, ist auch dein Recht. Was ist denn eigentlich los bei dir in der Beziehung? Bist du unglücklich? Oder? Nein, block da mal ab. Darauf geht er überhaupt nicht ein. Mhm. Habe ich schon versucht. Oder ich habe auch schon versucht, ihn zu fragen, so was er jetzt über uns denkt. Mhm. Da geht er überhaupt nicht drauf ein. Also er sagt immer, dass er mich ganz so lieb hat und dass er mich auch vermisst, aber mehr. Okay, er muss jetzt in erster Linie auch nicht erzählen, was in seiner Beziehung läuft. Aber er muss dir erzählen, was zwischen euch läuft, seiner Auffassung nach, und welche Zukunft das hat, wie das weitergehen soll. Mhm. Vielleicht leidet er ja gar nicht so darunter wie du. Ich denke auch nicht, dass er so darunter leidet. Weil siehst du, da ist der Frauentyp. So, das ist nämlich die ist kein Frauentyp, doch. Doch, ist na, ist das Schlimme, ist ein totaler Frauentyp und die Weiber nehmen echt hinterher. Bist du denn die Einzige? Ja, das weiß oder ich nicht. Oder gibt es da andere, zusätzlich neben seiner Freundin noch? Das weiß ich nicht. Könnte also auch noch sein, ne? Mhm, das könnte auch sein, aber ich denke nicht, also... Das wünschst du dir? Ja, eigentlich wünsche ich mir, dass er sich vielleicht irgendwann für mich entscheiden würde, aber ich denke... Ja, aber du sitzt da so ein bisschen jetzt wie das Kaninchen vor der Schlange. Ne? Du guckst dir mit großen Augen an und bewunderst ihn und findest ihn ganz süß und ganz toll und tust aber nichts. Mhm. Ja, ich versuche ihm immer, ich dachte eigentlich mal, wenn ich ihm zeige, dass ich es wirklich ernst meine und so,
Das weiß der schon. Das hat er längst mitgekriegt, sage ich dir. Ja, na, ich denke auch. Das weiß der. Also er kann mir auch irgendwie nicht so wirklich, wenn wir verabredet sind und er schafft es nicht, das tut ihm dann immer voll leid und so. Mhm. Also er hat dann auch immer ein ganz schlechtes Gewissen und es ist wirklich ein ganz lieber. Ja, das mag ja sein, dass es ein ganz lieber ist. Aber entscheidend ist ja auch, wie du jetzt in der Situation über die Runden kommst. Und irgendwann muss man vielleicht auch auf etwas ganz Liebes verzichten, wenn dieses ganze Liebe einem keine Liebe schenken kann. Mhm. Keine wirkliche Liebe. Nee, stimmt. Und da musst du durch jetzt, Nancy. Da musst du durch, das musst du ansprechen. Eigentlich wollte ich heute auch mit ihm darüber reden, aber er kam nicht. Mhm. Hat er wenigstens abgesagt und sich entschuldigt? Naja, nicht wirklich. Ich habe den ganzen Tag hier zu Hause gesessen und abends, also ich habe ihn dann dreimal gefragt und beim dritten Mal hat er mir dann geantwortet, dass er es nicht schafft. Mhm. Das war schon ein bisschen doof, aber... Mhm. Und die Rolle ist nicht so schön, die du hast. Das ist ein bisschen eine devote Rolle. Du bist angewiesen auf ihn und wie er sich gerade verhält und so reagierst du. Naja, klar, wenn man ja froh ist, wenn man ihn nie sieht und alles dafür tut. Mhm. Und das hat er längst mitbekommen und das ist keine gute Konstellation. Nee. Wohl war vor allen Dingen, weil es mir auch so total scheiße geht, Magenschmerzen und nicht essen und so. Mhm. So, Nancy, du musst sehr schnell klar mit dem sprechen, okay? Mhm. Alles klar. Toll, toll, toll. Alles Liebe. Danke. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute Nacht hier von uns in der Technik Uwe Petersen. Morgen heißt unser Thema peinliche Angelegenheiten. Ich möchte gerne mit euch über eure peinlichen Angelegenheiten sprechen. Morgen, eine Stunde vorher, ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet. 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Und Samstag ist Thomas Anders mein Gast zum Promi-Talk. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.